Leute, ich bin's Lina und willkommen zu einem neuen Video. Heute dachte ich mir, reagiere ich mal wieder auf ein Video von Mochi-07 und zwar, wenn die Lara als Pilot arbeitet. Ich habe mir vor kurzem den ersten Teil davon angeschaut, als die Lara bei McDonald's oder Burger King gearbeitet hat. Auf jeden Fall in irgendeinem Burgerladen. Und es war ganz lustig, also dachte ich mir, come on, lass uns auch dieses Video anschauen. Ich habe Mochi natürlich schon abonniert, das Glöckchen aktiviert und ich gebe diesem Video noch einen Daumen nach oben und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt und auch diesen Kanal abonnieren würdet. Aber jetzt kommen wir erstmal zu unserer liebe Grüße-Runde. Und damit ganz liebe Grüße an Amelie Stambitz, an Chantal Doll, an Anastasia, an Valdrin Güray und an Linz Leben. Ich hoffe, ich habe alle eure Namen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, es tut mir leid. Aber auf jeden Fall, Peace an euch. Ich hoffe, es geht euch gut und ich würde sagen, lasst endlich zum Video kommen. Let's go. Ach, ihr seid echt krank. Ihr spammt mich die ganze Zeit mit. Wann kommt eine neue Folge von Die Lara sucht Arbeit? Soll ich euch mal was sagen? Die kommt jetzt. Willkommen zu einer neuen Folge von Hey, die Lara sucht die Arbeit. Ich will Pilot werden. Intro ab. Pilot, Digga. Pilot ist ein geiler Job. Deine Arbeit heißt doch kein Geld. Ey, die Lara, lass es wieder krachen. Sie hat die Ideen, die nicht gut sind. Jawohl, denn gleich gibt's was zu lachen. Yeah. Die Lara heißt ich und jeder hier kennt mich. Sie sucht eine Arbeit, doch jeder sagt nein. Die Lara heißt ich, die ganze Welt kennt mich. Sie sucht und sucht, doch keiner will sie. Na, 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 na. Dass immer so ein bisschen so Musik-Content auch macht. Die 18-Jährige, die Lara als Flugbegleiterin arbeiten. Krass. In der letzten Folge wurde sie bei McDonald's gefeuert. Also hat sie sich gedacht, komm, ich probier's mal als Pilot und gefährde das Leben von Pilot, Digga. Pilot. Spaß, chillt mal. Es kann doch nicht so schlimm werden. Für was ist der rote Knopf da? Nein, drück den nicht! Und stopp! Schauen wir uns mal überhaupt an. Er hat so ein Haar an seinem Ohr hängen und das triggert mich die ganze Zeit. Diese Situation entstehen konnte. Viel Spaß mit der Folge. Willkommen bei die Lara Airwaves. Digga, diese Dinge. Okay, mit ihrem Gesicht drauf. Die Lara? Ai, ai, Captain. Leckomi. Sergeant die Lara meldet sich zu Dienst. Ey, ich weiß nicht, was du gegessen hast. Reis mit Ketchup. Ich weiß nicht, was du gegessen Reis hast, mit aber Ketchup. Es hat dem Gehirn definitiv nicht gut getan. Das ist mein erster Tag als Flugbegleiterin, also seien Sie nicht allzu streng mit mir. Hast du das Flugzeug schon geprüft? Ja. Hast du auch den Achsenwinkel der Flügel mit dem Axometer gemessen und darauf geachtet, dass die kartesischen Koordinaten evaluiert sind? Ja. Okay, nice. Ja, das Flugzeug hat zwei Flügel. Wir können losfliegen, Männer. Alles gecheckt. Na los, zieh dich erstmal um. Bist du kein Fan von Paris Saint-Germain? Du kannst dich nicht so bei den Passagieren blicken lassen. Ist so besser. Ja. Sei ehrlich, findest du mich geil? Die Lara! Hey, die Lara sucht die Arbeit. Sehr geehrte Damen und Herren, mein Name ist die Lara und ich freue mich, Sie recht herzlich auf unserem Flug nach Jamaika zu begrüßen. Nach Jamaika? Ich wollte nach Paris fliegen. Ja, ich auch. Oh nein, dann sind Sie in das falsche Flugzeug eingestiegen. Was? Das kann doch nicht sein. Ich muss hier raus. Stopp das Flugzeug. Spaß, wir fliegen eh nach Paris. Diggi. By the way, einer meiner größten Albträume, wenn ich mich irgendwo reinsetze, auch in Züge und so weiter, und das ist irgendwie ein falscher Zug ist. Oh, stopp das Flugzeug. Ja, sehr witzig. Ja. Glaubst du auch, ist ein Bus? Nee, ist ein Flugzeug. Kann man nicht so einfach stoppen. Hey, die Lara sucht die Arbeit. Die Lara, beginn endlich mal mit den Sicherheitsvorschriften. Ah, okay. Sehr geehrte Passagiere, bitte schnallen Sie sich an. Wir wollen das finde ich immer so cool, wenn die das machen. Aus dem Flugzeug fliegen, wenn Turbulenzen kommen sollten. Stimmt's? Nun, wie Sie Ihren Effektiv. Gurt zu machen. Sorry, kein Bock, das jetzt zu zeigen. Wenn Sie nicht geistig zurückgeblieben sind, können Sie es auch selber machen. Was für eine freundliche Art von ihr. Ey, wenn es dir nicht passt, kannst du jederzeit aus dem Flugzeug raus, wie du willst. Auf jeden Fall haben wir noch 6 Notausgänge. 2 vorne, 2 in der Mitte und 2 hinten. Um ehrlich zu sein, weiß ich eigentlich gar nicht, für was diese Notausgänge sind. Weil wenn wir abstürzen, dann sind wir eh alle Geschichte. Oh, Mama, oh Gott. Ich hab Angst. Mein Liebling, ich habe auch Angst. Ich habe auch Angst. Die Lara. Ja, Pilot? Die ganzen Sicherheitsvorkehrungen musst du jetzt noch auf Englisch aufsagen. Was? Nicht jeder versteht Deutsch. Ich kann aber kein Englisch. Sicher kannst du Englisch. Jeder kann Englisch. Jeder außer ich.
Für die Leute, die kein Deutsch können, wiederhole ich das Ganze nochmal auf Englisch. Oh my God, thank you. I didn't understand anything what you've said. Was? Go ahead, please. Aber was will der Spaß von mir? Red Deutsch. Ja, ich beginne mal. Ladies and Gentlemen, we fly. We fly, very much. Hi, hi. We fly from here to Ananasiki. Sorry, when are you going to explain the safety regulations on the airplane? Yes, that was my question. Yes, peace. The shovel of the mango juice, the ralachibinya balashakalizi, wash much mush. Karajini, Babashuna, okay. Legishnini. Legishnini. Nee, aber for real, es gibt wirklich, auch im Zug, letztens ist es mir so passiert, einige, sie versuchen ihr Bestes Englisch zu sprechen, aber das klingt einfach so lustig. Und selbst alte Menschen haben die eine Frau ausgelacht, die waren so, was soll das? Es war einfach genauso. Piani, Kurishnikov, Priknena. Kalashnikov, Priknena. Die Lara sucht die Arbeit. Ach Mann, wieso funktioniert TikTok nicht? Sie haben hier keinen Empfang. Wie jetzt? Im Flugzeug hat man keinen Empfang. Was soll ich machen? Warten, bis wir landen. Ob wir sicher landen, das liegt noch immer in meinen Händen, kleiner Mann. Wenn ich nicht gut gelaunt bin, kann ich nicht garantieren, ob wir gut landen bzw. lebendig landen werden. Sorry. Oh, wieso funktioniert das noch immer nicht? Soll ich erklären, wieso das so ist? Meinetwegen. Also, das Internet wird von Bodenstationen auf der Erde an Satelliten gesendet. Und die Flugzeuge verbinden sich dann mit den Antennen und können dadurch... Ah, okay, halt's Maul. Erinnert mich an eine Person. Sebastian, bitte, beruhig dich. Hallo, haben wir ein Problem? Nein, wir haben kein Problem. Ich habe aber eins. Ihr Kind ist ein wenig zu laut, ja? Das tut mir leid. Ich versuche... Jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich mit dem Zug fahre oder Bus fahre oder irgendwo in öffentlichen Verkehrsmitteln bin, neben mir oder hinter mir sitzen immer Mütter mit schreienden Kindern. Einige strengen sich auch an, so mit ihrem Kind. Aber einige sind so verantwortungslos und lassen das Kind die ganze Zeit einfach nur rumweinen und machen nichts und reden dann nebenbei mit ihren Freundinnen oder so. Richtig nervig. Wirklich. I hate it. Okay, lass weiter schauen. Mein Bestes. Darf ich es mal versuchen? Ey, mach nichts Schlimmes. Ich rede nur. Hey, Sebastian. Das hilft dir auch voll, ne, immer. Wir können das den ganzen Tag lang machen. Gar kein Problem für mich. Was? Kurz da gleich. Was ist jetzt falsch? Ew. Du hast auf meinen Fuß gekotzt, du kleiner Hundesohn. Oh. Hey, die Lara sucht. Boah, da habe ich auch eine Story. Dima war letztens mit meinem Opa unterwegs und musste ihnen halt ein bisschen helfen. Mein Opa ist schon über 80 Jahre alt und ist sich manchmal so unsicher, wo er einsteigen muss und so. Auf jeden Fall sind die zusammen Zug gefahren und irgendein Dude neben denen hat die einfach angekotzt. Die ganze Tasche meines Opas war voller Kotze. Richtig angenehm. Und die mussten noch stundenlang fahren. Also, einfach nur eklig. Die Arbeit. Was machen Sie da? Ich suche nach Empfang. Oh nein. Ich glaube, hier habe ich Internet. Wieso gehen Sie aber da raus? Sie meinten doch, dass es im Flugzeug keinen Empfang gibt. Ja? Im Flugzeug, aber vielleicht nicht außerhalb des Flugzeugs. Aber das ergibt gar keinen Sinn. Wieso sollte es drinnen nicht funktionieren, aber dafür dann raus? Es geht. Was? Ey, die Lara sucht die Arbeit. Die Lara. Ja? Wo bist du? Draußen. Wo draußen? Irgendwo auf dem rechten Flügel vom Flugzeug. Gott, Digga. Ist ja wirklich jemand mal passiert. Ja, besser ist. Komm mal zu mir. Okay, 5 Sekunden.
Ja, Captain? Die Passagiere, die beschweren sich schon. Wieso? Eine Mutter hat gesagt, dass ihr Kind von dir gestört wurde. Sie lügt. Ich wurde von ihrem Kind gestört. Außerdem hast du einen Typen gedroht, dass du das Flugzeug zum Abstürzen bringst. Das habe ich nie gesagt. Wenn ich nicht gut gelaunt bin, kann ich nicht garantieren, ob wir gut landen bzw. lebendig landen werden. Okay, vielleicht habe ich das gesagt. Lara, so kann das nicht weitergehen. Aber wann darf ich eigentlich mal fliegen? Nee, das kannst du noch nicht. Dann erklären Sie es mir. Das Ganze ist zu komplex. Das wirst du nicht verstehen. Und dieser eine rote Knopf. Nein, drück den nicht! Was, wenn ich drück? Das wäre nur, wenn ich es mache. Was? Beruhig dich, es ist nichts passiert. Drück nicht! Drück nicht! Hast du Angst oder? Die stürzen ab! Auch größter Albtraum, ne? Ich versuche uns noch zu retten. Okay. Wirklich so gruselig. Sorry. Ich sollte auf sie hören. Hey! Hilfe! Wir stürzen ab. Leute, beruhigt euch. Was war das für ein Knall? Nichts. Was? Nichts? Das Flugzeug hat gewackelt. Was war das? Deine fette Mutter war am Klo und ist gehüpft. Ich weiß selber nicht, vom roten Knall okay. gekommen ist. Wir sind am Ende. Es ist alles gut. Bitte, beruhigt euch. Warte. Wieso ist es auf einmal so heiß hier? Digga, ich hab deswegen immer so Angst zu fliegen, weil es passiert ja manchmal so. Und ja, es gab ja auch mal wirklich einen Piloten, glaube ich. Nicht Piloten, aber halt einen Flugbegleiter. Und der ist irgendwie rausgefallen und war dann auf dem Flügel und musste sich die ganze Zeit dort festhalten. Und ja, ich weiß nicht, ob er lebendig zurückkam, aber auf jeden Fall ist sowas schon mal passiert. Egal, wenigstens sterbe ich nicht als Arbeitslose. Oh, damn. Ich habe überlebt. Aber die anderen... leider nicht. Das Kind aber... Oh. Nein, nicht du. Flugzeug abstürzen lassen? Ich check. Die Lara hat nicht nur ihren Job verloren, sondern auch alle Passagiere im Flugzeug. Wo soll die Lara als nächstes arbeiten? Beziehungsweise welchen Beruf soll sie als nächstes zerstören? Schreibt es in den Kommentaren. Letzte Die Lara-Folge habe ich gesagt, dass ihr 10.000 Likes voll machen soll. Ihr kranken Menschen habt 18.000 Likes hinterlassen. Deshalb kam auch sofort eine weitere... Macht Die Lara als Ärztin oder so. Das wäre auch super lustig, wirklich. Aber das war echt ein cooles Video. Also wirklich, fand ich echt cool. Auch mit den ganzen Effekten und den ganzen Greenscreen-Dingern. Also wirklich echt gut gemacht von ihm, muss ich wirklich sagen. Und ich hoffe, auch euch hat das Video gefallen. Und wenn das so ist, dann abonniert auf jeden Fall Mochi-07 und abonniert auch diesen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und sonst wünsche ich euch allen eine wunderschöne, produktive Woche. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.